Moin, da sind wir wieder in einer neuen Folge von Total Immersion Racing und ich habe etwas anzukündigen. Das werde ich dann während der Qualifikation tun, da werde ich mir zwar die Runde versauen, aber egal. Springt sowieso nicht viel dabei raus, wie man jetzt schon, wie sich jetzt schon andeutet. Ja, also ich fange die Runde an und dann fange ich an, damit auch schön viel von der Qualifikationsrunde versaut ist. Weil ich keinen Bock hab, dass mir da einer dazwischen labert. Deswegen warte ich erstmal ab, bis der was gesagt hat. Streng dich an, diese Runde legt deine Startposition fest. Interessant. Und zwar habe ich festgestellt, also ich bringe ja immer zwei Folgen Total Immersion Racing pro Tag raus und da habe ich festgestellt, dass der Upload für die Total Immersion Racing Folgen extrem lange braucht. Ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber es braucht eben extrem lange und ja, deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass nur noch eine Folge pro Tag gibt. Das heißt, es gibt nur abwechselnd Training und dann das Rennen. Das liegt daran, dass der Upload eben so lange dauert, dass ich lade ja dann, ach verdammt, ich lade dann ja am Tag insgesamt drei Videos hoch. Das wären zwei Folgen Total Immersion Racing und eine Folge Euro Truck Simulator. Und ja, der Upload für die Total Immersion Racing Folgen dauert so lange, dass ich eigentlich an einem Tag gar nicht wirklich da, hinkomme mit dem Upload für drei Folgen. Das heißt, ich mache nur noch zwei Videos pro Tag, weil ich drei Videos einfach wegen dem Upload aus zeittechnischen Gründen nicht schaffe. So, aber ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein, da das sowieso nicht so viele verfolgen. Ich glaube, da bricht für niemanden eine Welt zusammen, wenn es davon nur eine Folge gibt. Ich habe ja da noch, ich glaube, noch keine feste Stammzuschauerschaft erreicht. Von daher ist es ja auch nicht so schlimm. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Ich werde vielleicht im Euro Truck Simulator nochmal wiederholen, aber ja, das wollte ich halt mal loswerden, so als Ankündigung, falls es doch jemanden interessiert. Deine fahrerischen Fähigkeiten sind vielversprechend. Üb weiter und du landest garantiert an der Spitze. Genau das hatte ich auch erwartet. Oh, aber einen schlechteren Platz habe ich erwartet. Eine 59er Zeit, die hatten wir am Anfang gefahren. Da hatte ich ganz viel Mist gebaut. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass da doch der vierte Platz dabei rausspringt bei so einem Mist. Und los geht's! So. Das ist das vorletzte Rennen der Saison. Dann kommt noch der Hockenheimring und dann ist die Saison vorbei. Dann fahren wir auch mal mit einem anderen Auto. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich jetzt keine extra. Gut zu wissen. Ich hatte vor, auch die, also ich hatte überlegt, ob ich die Trainingsfolgen weglasse. Aber das werde ich nicht tun, weil ich brauche ich auch so für mich selbst so ein bisschen, um reinzukommen. Deswegen kommt das ganz gut. Also ich muss sowieso ein bisschen trainieren, wenn ich eine gute Qualifikationszeit fahren will. Also, und es macht halt auch schon Spaß. Also, ich will das Training eigentlich nicht missen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Schwierigkeitsgrad so auf die Dauer dann ein bisschen zu leicht wird, wenn man sich mal so dran gewöhnt hat und noch stärker Autos fährt. Dass man dann irgendwann nur noch vorne wegfährt. Naja. Da müssen wir durch. Das will ich nämlich schon durchziehen. So eine Saison in jedem Auto. Dann kann man ja nochmal den Karrieremodus durchspielen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das mache. Ach verdammt, aus der Kurve geflogen. Bin ja in diesem Let's Play heute eine richtige Laberbacke im Vergleich zu sonst. Dafür könnten wir aber auch nicht so gut aufs Fahren konzentrieren. Ja, man kann nicht alles haben.
Bestzeiten fahren. Gucken, ob das jemand toppt. An die GTS-Klasse rankommen, das frage ich mich gerade so ein bisschen, ob das möglich ist. Da bin ich mal gespannt, wie das dann läuft, wenn man irgendwann mal einen BMW fährt. Ob man, wie gut man dann miteinander mithalten kann, weil der ist ja schon eine Nummer stärker. Irgendwie mag ich ja die Musik, ne? In dem Spiel. So. Let's Play ja auch, aber die gehört ja offiziell zum Spiel. So. Finde ich schade, dass man beim Euro Truck Simulator auch nicht zum Beispiel irgendeine Standardmusik während der Fahrt hören kann. Soweit ich weiß, geht das nicht. Muss man schon sich selbst um Musik kümmern. Das finde ich ein bisschen schade, weil das... Ich weiß nicht, da muss ich ja erst Musik finden, die ich da währenddessen abspielen kann. Und ich glaube, es ist ein bisschen Aufwand, sich da erstmal drum zu kümmern. Das muss ich ja auch erstmal tun. Und ja, ich habe mich noch nicht viel mit freier Musik beschäftigt. Aber mal sehen. Und sowas ist ja eher Thema für das ETS 2 Let's Play. Ja, da nochmal ansprechen. Wenn ich das da anspreche, dann erfährt man es eh sowieso eher, weil ich das Video eher hochlade. Dieses Video, was ich jetzt aufnehme, werde ich ja erst am nächsten Tag hochladen. Das ETS 2 Video werde ich dann schon am gleichen Tag der Aufnahme. Also für die, die das Video, was ich jetzt aufnehme, am aktuellen Tag gucken, wird das ETS 2 Video gestern hochgeladen worden sein. Ach, ich laber viel zu viel. ETS 2 aufheben. Inzwischen. Wenn es was Wichtiges gibt, was mit dem Spiel zu tun hat. Ich weiß im ETS 2 sowieso oft nicht so recht, was ich sagen soll. Hier habe ich ja gesagt, ich werde zu viel reden und jetzt rede ich hier die ganze Zeit. Das geht ja auch nicht. Kann ich ja nicht machen. Wir haben doch was geschafft, das ist die letzte Runde. Die haben schon zur Hälfte hinter uns.
Au. Gegen die Wand. Ey, das ist unfair. In der letzten Runde fahren die nochmal eine Bestzeit. Fies. Naja. Egal. Die Meisterschaft dürften wir in der Tasche haben. Wenn sie mich weiterhin glücklich sehen wollen, dann machen sie weiter so und gewinnen auch das nächste Rennen. Sie sind der Beste der Besten, gar keine Frage. Sie sind der Meister. Okay, haben wir die Meisterschaft schon sicher. Das ergibt aber auch Sinn, weil wir jedes Rennen gewonnen haben. Was sich voraussichtlich auch nicht ändern wird, weil der Schwierigkeitsgrad doch... Ich habe ihn wahrscheinlich doch ein bisschen zu leicht gewählt. Aber ich habe ja vorher ja schon angekündigt, entweder ich ziehe den davon oder ich komme nicht mit. Da ziehe ich den lieber davon, als dass ich keine Chance habe. Ja. Ja, dann war's das. Ich speichere nochmal. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und ja, kann immer wieder nur sagen, dass mich Bewertungen positiv wie negativ freuen. Und ja, die Kommentare noch viel besser ankommen. Ich glaube, beim Total Immersion Racing habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keinen Kommentar bekommen. Ja, vielleicht ändert das ja mal jemand. Das würde mich freuen. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt nur noch eine Folge pro Tag, weil ich einfach vom Upload derzeitig nicht mehr hinkriege. Ja. Weil eben die Total Immersion Racing Folgen so ewig lange brauchen. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, und bis dahin. Tschüss.